Hallo und herzlich willkommen mit einem Gott Morgon. Wie Ikea da sagt, hier melde ich mich zurück aus unserer zukünftigen Küche. Wir machen jetzt einen ganz zarten Schwenk. Und zwar geht es heute nur um Ikea. Hier gibt es kein Tag Nummer XX Video, sondern ich wende mich mit diesem Video nicht an Ikea, sondern an all jene, welche auch mal eine Küche von Ikea aufbauen wollen oder das schon gemacht haben und mir keine Tipps gegeben haben. Naja, ich sag mal, so schlimm war es nicht. Ja, also man sieht jetzt hier alles schon roh aufgebaut. Wer das letzte Mal aufgepasst hat, hat ja mitbekommen, dass der Kühlschrank hier einen Defekt aufweist. Da sind wir noch dabei. Was da rauskommt, weiß ich noch nicht, aber ich kann sowieso noch nichts anpassen, nichts drauf machen. Hier muss noch jemand kommen wegen dem Gasanschluss. Ich brauche noch ein paar Sachen für das Spülbecken. Dann fehlt hier IKEA-typisch mal ein Schrank. Dadurch, dass wir so in einem Zwei-Länder-Eck wohnen, haben wir es jetzt in Deutschland bestellt. Mal gucken, das sollte am Samstag da sein. Da hoffe ich mal, dass ich das am Samstag hier reinmachen kann. Und zwar ist das nochmal so ein, ich weiß es nicht, ein 30er, glaube ich. Gibt's sowas? Ein 30er. Also ein ganz schmales Regal hier. Wir hätten auch hier was für Handtücher oder sowas, so ein Zierelement reinmachen können, aber wollten wir nicht, beziehungsweise meine Frau hat es geplant. Wo fange ich an? Ich würde erstmal sagen, bei dem ganzen System, das finde ich nämlich unheimlich klasse. Also ich habe ja schon viel Kindermöbel aufgebaut, die haben schon ein super System gehabt. Aber hier mit diesen Dämpfern, ja, die einfach hier so reingeklickt werden, sind auch nicht groß teuer. Ja, wenn man dann sieht, schließt hier ab, da brauche ich mir keine 15.000 Euro Küche einbauen lassen von Hans Wurst. Das kann ich genauso machen. Die ganze Sache, wie hier die Dinger reingeklippt werden, ist total einfach, ja. Und man hat immer hier hinten, ja, ich zeig's jetzt mal, ich schwenke jetzt nicht nach hinten, man zieht gerade hier mit dem Finger und dann klickt sich dieses Teil raus. Also früher hat man ja immer reingeschoben, festgeschraubt, muss man gar nicht mehr machen. Hinten geklickt und dann ist die ganze Sache raus. Genauso geht's hier. Ich habe hier diese drei Hängeschränke, ja, sieht man, 1, 2, 3 schon aufgebaut. In der Mitte haben wir hier schön mit Glas und zwar ist es ein Kunststoffrahmen. Da musste ich vorbauen mit einem 2,5er Bohrer, dass ich hier diese Scharniere reinmachen kann. Was bei Ikea immer typisch ist, die haben diese Universalfenster. Ja, also den könnte man auch hier vertikal anbringen, bei uns ist er halt jetzt horizontal. Und dann hat man eine Schablone. Jetzt springe ich wieder rüber. Die ganze sieht dann so aus, ja. Die legt man sich einfach an den äußeren Rahmen. Da ist nochmal eine andere Schablone. Ich habe einen Nagel genommen und habe gleich mit dem Hammer angekörnert. Dann hat man mit der Schraube keine Probleme. Also wie gesagt, hier ist genau dasselbe System. Ich hake hier hinten mit diesen Haken rein, drückt das nach unten, dann rastet es ein. Und wenn ich das Ganze wieder rausmachen will, drücke ich einfach nur mit einem Schraubendreher von außen hier das Ding runter und dann ist die ganze Sache abmontiert. Finde ich unheimlich klasse, anwenderfreundlich, wie man es von Ikea kennt. Da muss ich auch, wenn ich das System hinhänge, nicht großartig machen. Was ich auch noch gewusst habe, dass es das gibt, noch nie gemacht habe, ist diese Hängeleiste. Ja? Die kann man sich also ganz bequem dahin hängen. Natürlich sollte man ausmessen, wo dann auch der Schrank in der Höhe hängt. Und da war auch, glaube ich, ein Mindestabstand von 10 cm, damit die Klappen aufgehen. Das ist logisch. Und hier hängt man dann praktisch den Schrank ein. Dann hat man so einen Plastikknippel. Den dreht man rum und dann ist das Ganze gesichert. Und dadurch, dass es praktisch in dieser Metallschiene hält, passiert auch nichts. Auf jedem Schrank, jetzt gucke ich mal, sehe ich noch einen, der irgendwo steht. Ich gehe jetzt mal hier hinter, hat man solche Abstandshalter zur Wand hin, ja, die legen sich dann praktisch an die Wand, dass man genau mit dieser Leiste oben auch einen guten Abschluss hat. Das habe ich übrigens auch hier bei den anderen ganzen stehenden Möbel. Jetzt kommen wir zur ersten Sache, die mich massiv geärgert hat. Und zwar hat man ja immer verschiedene Größen. Das ist jetzt eine große Schublade. Das ist jetzt auch ein System, was ich auch klasse finde. Man zieht das hier raus, ja, und hat jetzt hier noch eine kleine. Na, jetzt kippt alles um, logischerweise Vorführeffekt, wenn die Arbeitsplatte noch nicht drauf ist. Und da kann man auch diese Schienen ganz einfach, die haben verschiedene Löcher, kann man das dann versenken lassen. Auch hier wieder dieses System der Dämpfer, das wird ganz hinten angebracht. Habe ich noch irgendwo eine Schiene rumliegen, genau hier.
Ja, das hakt man dann gerade auf der Rückseite hier, ist es schon dran. Zieht man das auseinander, klickt es ein, das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt zu der Sache. Wenn man nach IKEA-Anleitung diese großen unten zusammenschraubt, genauso wie die hier und dann die nächsten, also praktisch die komplette Bahn, diese Einrastteile, wo man praktisch dann in die Schublade reinschiebt, wenn man die laut IKEA-Anleitung so zusammenschraubt, hat man hier unten einen Versatz, dann fängt die Schublade hier an. Ja? Und man muss praktisch entgegen der Bedienungsanleitung von IKEA nur bei der unteren Schublade diese eine Schraube, also besser gesagt diese zwei versetzen. Ich zeige das jetzt nicht, aber wer davor steht, der wird es dann erkennen, weil ich habe jetzt keine, nein, ich habe jetzt keine mehr da. Ich habe jetzt alle schon zusammengeschraubt, aber jeder, der davor steht, wird es erkennen, dass es dann einfach so ist. Also wer mit dem Problem zu kämpfen hat, dass er einfach keinen Abschluss hat, unten entgegen der Bedienungsanleitung diese Metallteile befestigen, und zwar gerade nach oben, ja, dann geht das nach unten und man hat einen schönen Abschluss. Das war eigentlich so das Einzigste, was ich zu bemängeln habe. Und dann ist es wirklich teilweise schwierig hier, besonders wenn man solche Systeme hat. Hier kommt noch dieses Mülleimersystem, ja, da habe ich diesen Rahmen, wo habe ich ihn? Da drüben habe ich ihn hingelegt, diesen Rahmen. Manchmal sind die Bedienungsanleitungen etwas, wie soll man sagen, ausgedünnt. Ja? Man muss sich vieles zusammenreißen, man muss das Hirn einschalten, was ich gemerkt habe, gestern Abend so 18:30 war es bei mir dann schon. Ich habe was seit um 6 war ich hier und habe dann angefangen, so gegen 7, 8. Da wurde es dann auch ein bisschen heftig vom Kopf. Jetzt habe ich noch das Karussell. Da legen meine ganzen Werkzeuge drauf. Das nennt sich Utrusta. Ja, das ist so ein Eckkarussell, das man dann drehen kann. Und das wird mit der Arbeitsplatte oben verschraubt. Ich könnte das aufbauen und da reinstellen. Werde ich auch tun, wenn ich Zeit habe. Jetzt muss ich mich allerdings noch. Das gehört noch zur Spüle, das lege ich mal da rein. Das ist auch wichtig, dass man sich die ganzen Sachen hier einfach noch sicherheitshalber reinlegt. Was ich weggelassen habe von Anfang an, das klicken wir alles zum Schluss rein. Hier kann man nämlich noch, es ist auch ganz gut gemacht, und zwar hier ist eine Kreuz. So eine Kreuzaufnahme für einen Kreuzschlitzschraubendreher. Wenn ich hier reingehe und drehe den und dann klickt hier dieses System raus. Und genau muss ich gucken, hier war es hier, ich glaube hier oder hier. Bevor ich was Falsches sage, ich müsste jetzt ausprobieren. Nein, ich glaube, hier kann man die Höhe der Schubladen ganz bequem verstellen. Ja? Also die geht dann hoch oder geht dann runter und dann kann man sich das alles schön justieren und dann ganz zum Schluss kommt die Blende drauf, dann sieht man das gar nicht mehr. Und was auch hilfreich war, wir hatten ja 140, knapp 140 Pakete. Man sieht jetzt hier noch den Rest. Entschuldigung, wenn ich hier so am Schnaufen bin, ich habe gerade 17 Laminatpackungen nach oben ins Kinderzimmer getragen. Man sieht jetzt noch hier diesen Rest, was uns geholfen hat, einfach diese komischen Namen zusammenzulegen. Ja, also wir haben hier zum Beispiel Förbetra und dann haben wir alles mit Förbetra zusammengelegt. Und dann haben wir, hier ist nochmal Förbetra und dann haben wir Methode zusammengelegt. Und dann sieht man praktisch hier auf der Liste Maximera, Botbin, Methode und dann geht man einfach zu seiner Station und holt sich die Pakete zusammen. Bei unserer Bestellung hat eigentlich gar nichts gefehlt. Jetzt muss ich überlegen, außer hier dieser Schrank, aber so ist aber auch nichts falsch gepackt, muss man wirklich sagen. Was wir jetzt die Probleme haben, wir haben jetzt uns einen Kühlschrank besorgt von außen und zwar keine IKEA-Produkte. Und wenn ich jetzt die untere Botbin-Front hier dran halte, sieht man schon, was man für ein Problem hat. Na, wo bin ich hier? Das heißt, der ganze Kühlschrank muss 20 cm nach oben gesetzt werden. Für kleine Menschen sowie für Kinder ist es dann das Problem, dass man halt oben ans Fach nicht rankommt. Aber mein Gott, da lege ich mein Bier rein, dann hält es länger. Und da ist die Sache dann auch gegessen. Hier bei der Spülmaschine hatte ich Riesenangst. Ah ja, das hat sich selbstständig, upsala, ich will sie nicht kaputt machen. Das hatte ich gestern noch gebohrt. Und zwar habe ich mir im Internet, habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt, das auch recht aktuell war. Und da wurde gesagt, hier in das IKEA, lass mich jetzt gucken, ich will
will mich jetzt nicht festhalten, wie es heißt. Nicht Method Maximera? Nein. Na, wo ist es denn? Für die... Jetzt hänge ich gerade. Ist es Method Augusta? Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Na, dann muss es Maximera sein. Ich weiß manchmal nicht, wie diese ganzen Fronten heißen, ja? Weil Method ist, glaube ich, die Schublade und Maximera ist, glaube ich, hier diese Front. So müsste es eigentlich sein. Auf jeden Fall sieht es ja jeder, dass einfach hier von der 80er Höhe das ganze Ding zu lang ist. Ja? Das heißt, wenn ich das jetzt hier wie mit der Schablone, zack, bei einer handelsüblichen Whirlpool hier reinhänge, mache ich die bis hierhin auf und dann ist Schluss. Und dann habe ich im Internet gelesen, gestern habe ich gedacht, hey, Mist, was hast du da gemacht? Hättest du besser von Ikea eine genommen? Naja, kommt meine Frau, sagt, nee, die hat gesagt, das passt. Und dann sage ich, ja, dann soll sie mir mal erklären, wie. Ja, die hatte extra was dazugelegt. Da habe ich gesagt, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich hier rechts, gerade hier unten drin lag es drin. Das ist Schablone, jetzt gucken wir mal. Und zwar nennt sich das Bjelplik. Und zwar ist das ein Einbaurahmen, der, wie man hier sieht, die Spülmaschine ganz hoch, das habe ich auch schon gemacht, ja, der dann einfach hier an den Seiten montiert wird, dass man praktisch, sollte man sich die dann abschneiden? Nee. Mal gucken, ich blätter mal weiter mit euch hier, was die hier sagen, die Leiste. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das muss man alles anbringen, die ganzen Rohre. Und dann? Ah ja, da weiter. Und dann sägen wir das ab, aber die Arbeitsplatte haben wir noch nicht abgesägt. Oder ist das vielleicht... Ach, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein automatisches System ist, das die Platte verschiebt. Müssen wir da machen? Versiegeln? Aha, wegen dem Dampf, ja. Das muss ich auch noch kaufen, die Schnittkante. Da machen sie das Ganze an die Platte dran, ja. Ne, da wird nichts gesägt. Anscheinend, ja, ich kann mir vorstellen, was das ist. Ich denke, das wird das sein. Und zwar, im Internet war das so, ich hoffe, das Video wird nicht zu lang, aber wen es interessiert, der kann dranbleiben. Im Video war das so, das hat mich geärgert, da hat derjenige die Spülmaschine ganz runter auf die Mindesthöhe gestellt. Hat sich hier an der Seite Holzklötze reingemacht. Logischerweise sollte ja die Spülmaschine oben an der Arbeitsplatte anstehen, damit sie nicht umkippt und damit man sie auch beim Öffnen nicht rauszieht. Und dann hat er aber jedes Mal, also dann hat es gepasst, ja, die war ganz unten, das Brett war ganz oben. Natürlich hat das Brett nicht mit der Spülmaschine abgeschlossen hier, sondern hat hier so ein Stück rausgeguckt. Und das hat mir schon nicht gefallen. Ja, das sieht man zwar von außen nicht, aber wenn man es aufmacht. Und dann, das war das Nächste, wenn man es aufmacht, hat man hier einen riesen Spalt gehabt. Also den muss ich dann wieder verblenden. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. IKEA kann doch nicht so verbohrt sein und kann einfach für die handelsüblichen Spülmaschinen kein System anbieten. Und jetzt gehe ich davon aus, dass es einfach so ist. Das ist dann wahrscheinlich, wenn es offen ist, schiebt sie es nach oben. Genau, die Spülmaschine ist ganz oben und das Ding schiebt sich auf die Höhe. Wenn ich jetzt die Spülmaschine aufmache, wird sich das Brett wahrscheinlich langsam nach oben bewegen. Deswegen dieses Schienensystem hier. Und man sieht es ja dann gar nicht. Ja? Es sieht ja dann praktisch nur, wenn man sie auf hat, schiebt sich das Brett ein bisschen nach hinten oder beziehungsweise nach oben. Aber ist ja kein Problem, weil hier oben hält ja die Spülmaschine, die ist ja press an der Arbeitsplatte. Also ich habe hier auch keine Flucht und alles ist schön. So sehe ich jetzt das System. Weil das ist nämlich so ein Schienensystem. Genau. Ja, da unten wird's reingehängt. Klasse. Na, da kann ich vielleicht auch mal dann auf diesem YouTube-Video einen Kommentar schreiben, wenn ich es denn montiert habe. Jetzt schlagen wir mal weiter. Genau. Und dann zeige ich das zum Schluss einfach mal. Na, da geht's ab. Na, die zeigen natürlich jetzt nicht ein Bild, wie es gemacht wird oder beziehungsweise wie es dann aussieht, aber so sieht das Ganze aus. Also super gelöst. Sonst, was habe ich jetzt noch? Die Schrauben waren alle vollzählig. Es waren genug Nägel da. Da war immer einer übrig. Der Herd, ja,
Klasse Sache, ne? Hier, da habe ich ja schon geschwärmt, Gas. Und meine Frau hat gestern noch gelacht. Kai, wir haben alles in Silber, ne? Backofen in Silber, Gasherd in Silber. Was haben wir noch in Silber? Spülmaschine, ja, sieht man nicht logischerweise. Aber bei ihrem Glück hat sie gesagt, wäre normalerweise eins schwarz und eins Silber gewesen. Aber nein, das passt halt wirklich gut, ja. Hier der silberne Herd und dann hier der Backofen rein. Das habe ich dann auch gestern hier gemacht. Da weiß ich nicht, wie es mit der Belüftung ist. Da habe ich mir auch im Internet Sachen angeguckt von wegen Belüftung bei der Spülmaschine. Ja, da kommt der Wasserdampf nach vorne raus. Deswegen muss man ja unten drunter auch diese Dampfsperre machen in Sachen von einem Aufkleber oder irgendwie einfach eine Glasur. Hier hinten ist es ja jetzt so, dass die ja extra hier aufhaben. Das heißt, es ist hier auf und es ist auch hier unten. Und da habe ich jetzt einfach ausgemessen und habe noch dieses Gitter, das war hier mit dabei, dran gemacht. Der Backofen geht ungefähr bis hierhin und die hohe Stelle liegt praktisch hier auf. Und selbst wenn das an der Wand ist, ja, mal so, dann habe ich hier noch genug Spalt. Nach hinten zieht er links und rechts, wenn überhaupt hinten was an Wärme rauskommt, zieht es weg. Aber die ganz normale Hitze und der Rest kommt vorne raus. Da muss ich natürlich darauf achten, wie das mit dem Brett oben ist. Ja? Ich hatte es noch nie. Ja, da muss ich mich nochmal informieren, weil ich hatte die ganze Zeit einen Backofen, der unten war, und der hat mit der Arbeitsplatte abgeschlossen. Da hat man sich halt nicht Gedanken gemacht, was hier oben ist. Da muss man mal gucken und das beobachten, was dann hier drin ist, ob sich hier Feuchtigkeit bildet. Aber das lasse ich dann auf mich zukommen. Die Füße sind überall dran, die kann man einstellen. Dann hat man hier noch die Clips. Ja, da macht man sich zum Schluss diese Abschlussleiste dann unten dran und dann nimmt das Ganze Formen an. Bis hierhin geht es und dann werden wir mal schauen. Jetzt bin ich wie gesagt dran an dem guten Morgen. Das nennt sich die Badezimmergarnitur mit der Spüle. Die Spüle habe ich schon oben ins Kinderzimmer gebracht und dann würde ich sagen, ich lege los. Dann danke ich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, mein Gott, ich muss schneiden, 20 Minuten. Dass es dem einen oder anderen gefallen hat, das war wie gesagt nur die IKEA-Vorstellung. Und dann melde ich mich beim nächsten Tag, wenn sich hier wieder ein bisschen was getan hat, weil wenn dann das Haus oder die Wohnung so ziemlich das Gröbste gemacht ist, sieht man halt nur die ganzen Sachen, die Kleinigkeiten nicht so stark wie die großen Veränderungen deswegen. Aber dann melde ich mich gegen Wochenende nochmal. Einen schönen Tag und ja, bis dann. Tschüss.